Herzlich willkommen zum nächsten kleinen Video, das wir hier aufnehmen zur Kongressvorbereitung. Du bist dran, Manuela. Du machst die Anmoderation wird immer kürzer. Aber ja, gerne. Zweite Säule ist heute nämlich dran und das ist ja meine Lieblingssäule oder ja. Nämlich das System. Aber die Frage, die ich dazu tatsächlich habe, ist, warum hast du es mit reingenommen? Was ist das, was dich an dem System interessiert oder warum spricht dich das an und was hat es mit Kommunikation zu tun? Ja, ohne das System ist die Kommunikation, die Sicht auf die Kommunikation nicht vollständig. Weil wir sind derart geprägt vom System. Wir lernen ja unsere Sprache zu einer Zeit, da sind wir noch nicht bewusst. Und wir sind eingebunden in das System, unabhängig davon, ob das die Ursprungsfamilie ist, ob das irgendwo anders ist. Es ist einfach die Ursprungsumgebung, die uns da prägt. Und mir ist das so klar geworden, das war etwa nach 5 Jahren, 6 Jahren Unterricht, hatte ich mal ein Übungsbeispiel. Da war ein Mann, der hat gegen 60, der hat mit seinem erwachsenen Sohn gesprochen, der nicht bei ihm aufgewachsen ist, so im Rollenspiel, der nicht bei ihm aufgewachsen ist. Und er sagte diesem Sohn nur in verschiedensten Formen, dass er nicht in Ordnung ist, ein GFK-Kurs. Geht nicht. Ja, man darf schon, man darf alles. Ja. Das war nicht das, was er lernen wollte. Ja. Und ich bin nicht weitergekommen. Und das war zu der Zeit, als ich selbst bereits einige Aufstellungen gemacht hatte für mich. Und dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich das einfach. Und habe jemandem gesagt, das war so eine Intuition, habe jemandem gesagt, kannst du mal als Vater da hinten dran stehen, so wie man das in Aufstellungen macht. Dann ist die Person da hinten dran gestanden und ich habe diesem Vater gesagt, dreh dich mal um und schau deinen Vater an. Und dann hat sich der umgedreht und seinen Vater angeschaut und ich krieg heute noch Hühnerhaut, hat seinen Vater angeschaut und hat laut angefangen zu weinen. Und dann war es so klar, dass das Thema nicht war der Vater mit dem Sohn, sondern der Vater mit seinem Vater. Ja, also der Vater als Sohn eigentlich. Der Vater als Sohn. Mhm. Und das war so ein Blitzschlag. Und dann habe ich gedacht, ja, das geht nicht, dass ich hier nicht weiterkomme. Genau. Das ist so meine Art. Dass wenn ich was erkenne, dann gibt es die nächste Weiterbildung. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe selber viel aufgestellt, weil ich immer selbst auch viel Erfahrung machen will. Mhm. Das ganze Systemische habe ich in einem psychiatrischen Umfeld gelernt. Bei einer Psychiaterin, die mit psychisch Kranken mit dem System arbeitet. Das ist ganz selten. Und da bin ich ungefähr 1,5 Jahre in der Angehörigengruppe gesessen und habe diesen unglaublichen Alltagsbeispielen zugehört. Und da lernt man einfach total viel. Ja. Und selbstverständlich bin ich ja auch in einem System. Also mein System ist auch nicht nur Blümchen. Nein. Das ist es nicht. Nein, darum geht es ja auch gar nicht, ne? Sondern es geht ja nur darum, für mich zumindest, und ich darf ja auch als Expertin zu sprechen. Ja, du darfst es sagen. Und für mein Verständnis ist es eben nicht, es geht nicht darum, alles harmonisch und Blümchen, sondern es geht darum, ein Bewusstsein überhaupt erstmal dafür zu haben, wie stark uns das System beeinflusst. Ich meine, viele spüren das und erwischen sich dann dabei, oh, jetzt bin ich genau wie meine Mutter oder mein Vater und stellen es fest, machen es beim nächsten Mal wieder und wissen eben nicht genau, wie kriege ich da jetzt eine gute Lösung. Was anderes. Dann der Blick auf das System wirklich heilsam und eine Offenbarung. Und da spreche ich mit ein paar ganz alten Hasen. Ja, genau. Also
einer der alten Hasen, und das ist, glaube ich, der jüngste der alten Hasen, ist die Manuela. Beleuchtung hier, ich bin schon alt. Ja klar, du bist auch ein alter Hase, klar. Bin auf jeden Fall ein paar Jahre schon unterwegs. Ja, ja, du bist, wie viele Jahre bist du schon unterwegs? Ich bin schon seit 13 Jahren, arbeite ich schon mit Systemaufstellung. Ja. Teilweise in Wochenseminaren, aber viel jetzt und neu, seit einem Jahr ungefähr, in der Skype-Beratung, was toll ist. Das macht sich super. Es war so toll, diese Aufstellung. Ja. Man kann ja alles aufstellen. Ja. Aber jetzt sage ich noch, wen ich sonst noch dabei habe. Weil die Manuela, die lernt ihr ja jetzt dauernd kennen. Ja, das ist genau, aber wir haben schon überlegt, so viel braucht ihr über mich gar nicht mehr wissen. Ja. Aber sie ist auch in einem Interview vertreten. Ja, genau. Wir haben uns erst nach diesem Interview dann zusammengetan, ganz genau. Ja. Ich habe dabei die Ingrid Zinnl. Sie ist seit unendlich vielen Jahren in Aufstellungen unterwegs. Sie ist Astrologin. Sie war ursprünglich Heilpraktikerin. Sie ist Autorin. Und sie ist sehr tiefgründig im Interview und gleichzeitig haben wir unglaublich viel gelacht. Sie hat übrigens, spannend, auch ziemlich viel aus ihrem eigenen Leben erzählt und wir haben sehr über Trotz gesprochen, wir haben über Wut gesprochen, es war total interessant. Glaube ich sofort. Und wir haben über Schweigen gesprochen, genau. Was bringt dich aus dem System? Was du mitnimmst aus dem System, was bringt dich da zum Schweigen? Total interessant. Spannend. Ja. Ich habe mit dem Berthold Ulsamer gesprochen. Der ist auch ein ganz alter Hase. Das war so einer der allerersten. Ja, der auch international unterwegs ist mit der Aufstellung. Total. Ja. Überall. Ja. Der ist wirklich weit unterwegs. Und er hat ein Buch geschrieben vor kurzem, Die 8 Gesichter der Schuld. Und mit ihm, das hat mich total interessiert, weil die Leute in den Trainings sind ja immer mit Schuld und Scham und Wut beschäftigt. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt gehe ich für euch mal so richtig in die Tiefe und habe mit ihm über 4 verschiedene Formen von Schuld gesprochen. Mhm. Und das ist auch total interessant. Und dann habe ich noch mit einer GfK-Frau über Schuld, Scham und Wut gesprochen. Und das zusammen, das ist wirklich, das kommt am selben Tag, wird das aufgeschaltet. Das ist einfach wirklich eine geballte Ladung Verständnis dafür, was uns passiert, wenn wir in diesen unangenehmen Zuständen sind und was da möglich ist. Toll. Also wirklich total spannend. Und also jeder weiß ja, mehr Bewusstheit über die Dinge und über die Zusammenhänge verändert sofort was. Ganz genau. Sobald mir das bewusst wird, ja, toll, spannend. Und die Liv Larsen sagt, wenn wir Schuld fühlen oder Scham, dann ist das nur eine Missinterpretation der Situation, die uns sagen will, wir haben den Kontakt zum Lebendigen verloren. Einfach mal so als Vorgeschmack. Oh, ich könnte sofort 1000 Fragen stellen. Das ja, eben. Das machen wir aber jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht, nein. Nein. Sondern wir wollen euch ja neugierig machen. Genau. Sicher, dass es da schon erste Antworten gibt, die du jetzt noch nicht preisgibst. Okay. Genau. Toll. Ja, das mal für heute. Ja, schön. Und dann also bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. Tschüss.